So, mein lieben Drachlinge, jetzt ist es soweit. Wir treffen jetzt zum ersten Mal in Persona Judy Alvarez. Also, wir haben sie schon beim letzten Mal so gesehen. Aber jetzt lernen wir sie auch kennen. Was klackert denn die ganze Zeit da? Keine Ahnung. So, laufen wir weiter. Zu der ist ja. Haben Sie noch einen Wunsch? Schwer zu sagen. Naja, diese Woche ist etwas. Ganz ruhig. Okay. Der Konzern bezahlt doch. Was gibt's? Ey, was machst du denn? So ruppig mit der Frau. Aha. Das ist auf einmal schwarz. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-REC-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Series Waifu. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braves Mädchen. Benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, wir waren noch nicht fertig. Ja, lass mich hier... Sicherheit. Euer Spielstand. Dann geht's ab rein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Sie ist für den BD hier. V? Das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, jetzt ist gut.
Ich kotz gleich. Hey, Judy. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Vielleicht, ich muss mich erstmal hier umsehen. Darf ich kurz? Ich muss auf den Stuhl. Wie? Worauf wartest du? Okay, auf den Zahnarztstuhl, aber vorher. Ja. Beim Zahnarzt, ey. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Oh. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Machst du viele solcher Jobs? Andauernd. Aber normalerweise ist es Zeug für die Mädchen im Club. Routine Porno-Tuning und so Kram. Orgasmen stärker machen? Eher alles andere rausschneiden. Ficken ist Alltag für die Mädchen. Da wandern die Gedanken leicht zu Einkäufen, Geburtstagen, Rechnungen und so. Aber selbst dann kann man Emotionen zu etwas Einzigartigem, Unvergesslichem umformen. Kann mich nicht beschweren. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen, wo könnten wir... Kann sie nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil's sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich hab hier was, das perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her hab. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1.
Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geht her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Vielen, dass wir nicht sparen können. Dieser Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle... verschwindet und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Kein Stunt, nicht kreativ. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen sie. Der Plan ist simpel. Keines, das nicht fertig. In uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab hier. Genau hier. Alle zeigen fette Abschnitte einen Hinweis, den du scannen kannst. Hinweis für den Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Wir können überlappen, die Stelle, an der sie auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste nach dem Musikscanner. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Wie? Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr! Jetzt ab mit dir! Kleine Scheiße!
Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter. Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Eine Schale sortieren, ich übernehme den Brosef und zwei Serpa. Lass mir doch den Zwanz, Alter. Ich habe zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Zwanz. Alle runter! Los, runter! Ha! Manchmal kannst du Extra-Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hüpf den Boden für mich küssen! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Jano, ich! Jetzt, ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Okay. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, wie? Was gibt's? Bark, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Compeki Plaza. Ein Braindance. Compeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. G.
Gib Saft, Judy. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, V. Das könnte wichtig sein. Minute. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist... Der Dachfirm. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet.
Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Dich kann man bestimmt gut finden, oder? Ich sage, nein, dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirb. Für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das werden wir schon sehen. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabulon ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, nicht so lang. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du, willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut.
Schlafzimmer im Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Noch gesehen, ja. Viel mehr muss ich aber. Scheiße. Mich an. Was ist das? Soll ich hier helfen, Schein, Mr. Witz? Du warst zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal. Das hier mich. Schlafzimmer, Nachtisch. Ich habe eine Idee, Maya. Sehr schön, aber jetzt kommen wir. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Wird dir gefallen. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Ja. Die nehmen uns nicht, aber Scheiße. Sehr schön, aber jetzt kommen wir. Alles gut, das wird dir gefallen. Klimaanlage, Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein, aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant.
kann er ahnen. Oh, Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Ach, nicht. Du willst von mir bedingen, Chef. Nur einer. Sie. Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Ziemlich gut. Schlafen wir nachts. Ich habe eine Idee. Sind wir hier da? Ich weiß. Her. Eine Sekunde. Ich suche den perfekten Namen. Oh, das wird dir gefallen. Ja, vergeht nicht. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Gut. So, einmal raus.
Oh Gott, er wird wieder blind. Hast du alles? Hab genug. Ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Buck. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka herausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Wie? Eine Sekunde. Nö. Ruhig ist wichtiger als du. Keine Sorge, ich mache nichts, was dich in Schwierigkeiten bringt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Kommt drauf an. Worauf? Ob du alleine kommst oder wieder jemanden dabei hast, wie etwa Netrunner. Keine Runner mehr. Versprochen. Wir sehen uns. Sie sich wie ein Filmchen an. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Konpeki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin, ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, das stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran.
wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Zeit ist Geld, W. Wie sieht's aus, Miss W? Evelyns Aufnahme aus dem Konpeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Miss V. Das wird mir das jetzt noch. Ich weiß nicht. Gut, aber. Ah. Ein Level Up haben wir jetzt bekommen. Achso, Reflex. Ich habe auch irgendwas gesehen, wo man. Sofortiges Aufladen für Gesundheitsitems. Das ist. Meine Katana ist hier weiter. Stimmreichweite. Mhm. Ah. 5% Chance auf Schadensminderung. Gut. Das nächste, was ich machen muss. Ah ja, zu Jackie gehen. Genau. Und dann gehen wir mal raus. Das nächste Mal Scheiße baust. Wann habe ich bitte jemals Scheiße gebaut? Im Ernst? Hast du sie noch mal gesehen? Wo soll ich anfangen? Nein, die Beach hat mich versetzt. Maul, hey, ich habe ein kleines Problem. Hat dich einer geprellt, ja? Dann rede mit den Mädchen an der Tür. Die kümmern sich drum. Nein. Du gefällst mir schon, Baby. Um eine Freundin. Aber ich habe zu tun. Arbeitet an der Eighth. Sieht schlecht aus. Nicht unser Revier, Kido. Ich weiß. Aber sie will da raus. Hat genug von der Straße. Sie will hier arbeiten. Vollzeit. Problem ist, ihr Daddy will sie nicht gehen lassen. Hat gesagt, wenn sie abhaut, macht er sie kaputt. Einfach so. Wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Hab gehört. Man nennt ihn Latex Fred. Dämlich, ich weiß. Ja. Okay. Sag deine Freundin, Mr. Latex wird ihr keine Probleme mehr machen.
Was für ein süßes kleines Gesichtchen.